Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen zurück zur neuen Folge von Mass Effect Andromeda. Was haben wir da erobert? Oder zerstört? Keine Ahnung. Irgendwas, also, wo wollten wir hin? Was haben wir denn? So, mal weg hier. Oh, mein Victor! So. Was ist eigentlich Violett? Keine Ahnung. Wir könnten. Oh Gott, was ist denn hier alles noch? Mal hierher. Was zu sehen da. Oh nein, 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 nein. Sie sind weit weg von Ihrem Schwarm, kleines Entchen. Kleines Entchen? Wer spricht da? Jemand, der Arbeit für Sie hat. Kommen Sie zu meinem Nervpunkt, wenn Sie denken, dass Sie dafür bereit sind. Wir wollen ihn doch nicht warten lassen, kleines Entchen. Nennen Sie mich nicht so. Du kleines Entchen. Geil ist, dass man überall runterspringen kann. Wow. Wow. Haben das alles die Kette gebaut? Zum Glück haben wir ihre Basis erledigt. Sonst hätte daraus ein ganzer Stützpunkt werden können. Abbauzonen wurden ihrem NAV-System hinzugefügt. Dankeschön. Ist ja runtergefahren, eigentlich da hoch müssen. Was wollt ihr denn? Hey, das ist eine Höhle. Aber ich muss da hoch. Ich will da was kriegen. Mach ihn für einen Blödsinn. Alter, ich hasse mich gerade so sehr. Nee, das kann doch nicht hochgehen. Bleiben Sie wachsam. Wir sollten weniger sein als in der Basis. Das ist aber kein Grund, übermütig zu werden. Er ist tot, Jim. Er ist tot, Jim. Danke. Okay.
Und jetzt? Ich denke, das war der letzte. Nicht schlecht, kleines Entchen. Gar nicht schlecht. Das ist ohne Zweifel der schlimmste Spitzname von allen. Aber sowas von... Wollen wir eigentlich benutzen? Nein. Nee, komm, komm. Nee, hab ich vergessen. Bin wieder hoch. Bin selber trocken. Oh weh. Weitermachen. Eine Idee des Bürgermeisters. Weil wir weitermachen müssen. Politiker. Stets hilfreich. Ja, und ich fliege über 100 mal runter, weil ich zu blöd für alles bin. Nee, nee. So nicht, meine Damen und Herren, so nicht. Meine Sensoren registrieren Cat-Technologie, Pathfinder. Wo? Oh. Ja. Ich versuche mir vorzustellen, was alles möglich wäre. In 50 Jahren machen die Leute hier vielleicht Ferien am Strand. Sobald wir wissen, was für Jahreszeiten es hier gibt, wird es auf EOS auch Feiertage und Urlaube geben. Das hier ist nicht unbedingt. Hier will ich unbedingt Urlaub machen. Wir haben voneinander geschlafen. So, haben wir irgendwas? Und da habe ich einfach Leute erschossen, weil sie
anders ausgesehen habe als ich. Sieht so aus. Oh, habe ich wohl gemacht. Oder, Entschuldigung. Ui, mit der Person. Gehen wir weiter. Da hoch. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Gut so. Gut so, wo habe ich jetzt? Da habe ich das markiert. Oh nein, nein, nicht schon wieder! Ich voll, Horst. Oh. Den ganzen Weg umsonst gefahren wahrscheinlich. Muss eigentlich hoch, oder? Was geht da runter?
Ich und Farm. Wenn man keinen Führerschein hat. Da werden wir gleich schlechter. Du bist da oben. Bist was da war ihr Grund für die Reise nach Andromeda? Die Chance auf eine Nische, die es sonst nirgendwo gab. Allerdings vermute ich, dass es hier nicht anders ist. Das werden wir ändern. Ganz bestimmt. Ja, ganz sicher. Dann komme ich hier hoch. Lager dort vorne halten sich Cat-Lebensformen auf, Pathfinder. In welchem Lager? Im Lager. Diese Reliktstätte hat die Geißel angelockt, Pathfinder. Instabile Aktivität in der Nähe. Pathfinder, ich orte in der Nähe Ausrüstung der Initiative. Was? Besteht irgendeine Hoffnung, dass diese Forscherin noch am Leben ist? Das ist unwahrscheinlich. Vor der Aktivierung des Gewölbes hat die Strahlung hier bei längerer Exposition zu tödlichen Gesundheitsschäden geführt. Okay, aber vielleicht hat ja wenigstens ihre Arbeit überlebt. Wir müssen die anderen Forschungsstätten finden. Ich muss gar nichts. Ich bin überfordert. Ich will daher. Da ist eine Kiste. Was ist denn hier? Da ist eine Drohne. So viele Sachen. Eine Reliktvorrichtung. Sie sollten sie scannen, Pathfinder. Sie hätten wir. Was hat das denn in einem Cat-Lager zu suchen? Dem Schaden nach zu urteilen, haben die Cat Daten extrahiert. Dieser Kern ist zu stark beschädigt, um feststellen zu können, was sie erhalten haben. Dann müssen wir eben noch mehr finden. Natürlich. Ja, nicht so, dass ich dann 100.000 Sachen suche gleichzeitig. Hier. Thank you.
Na, geht doch. Eins haben wir. Ich wollte eigentlich hierher. Noch immer. Das ist da oben, oder? Ja. Ah. Hätte nicht drunter springen dürfen. Da drüben ist es. Ich sehe es. Sam, noch ein Erinnerungsauslöser? Eigentlich. Ja, aber meine Speichermatrix ist immer noch blockiert. Es sind weitere Auslöser erforderlich. Gut. Dann würde ich mal sagen, was sind wir da? Und da. Dann würde ich mal, das heißt Kiste. Oh Gott. Dann würde ich mal hierher gehen. Holen wir uns die Drohne, dann gehen wir zu den anderen Typen, der da mit uns reden will. Richtig hier. Ja. Ich glaube eher hierher, oder? Ja. Sie waren lange bei den Asari. Wo ist deren frühe Tech? Ihre Entsprechung eines Automobilmuseums. Das war vor ungefähr 30.000 Jahren. Davon ist nicht viel übrig. Oh, kein Chitty Chitty Bang Bang bei den Asari? Und kein Kinderfänger. Ist vielleicht besser so. Wo ist es? Hier ist es. So, dann hätten wir das eine, dann machen wir mal das hier. Unser Freund hat aus einem Kettbunker angerufen? Wir wissen nicht, ob er ein Freund ist. Na, wen haben wir denn da? Richtig. Freut mich, dass Sie sich entschieden haben, hier aufzukreuzen.
Ist das Ihr Werk? Naja, es ist nicht so beeindruckend, wie eine Basis auszuschalten. Aber ja, es ist mein Werk. Mein Name ist Bane Massani. Die Kettjagd ist so eine Art Hobby von mir. Kett zu töten ist kein Zeitvertreib. Was Sie nicht sagen. Es ist nämlich das Einzige, was ich bisher auf Eos gemacht habe. Dieser Planet ist ein Kettmagnet. Ich habe sie aufgespürt und einige Orte markiert, die man ins Visier nehmen könnte. Sie haben das Kronjuwel zwar schon ausgeschaltet, aber diese Bastarde haben hier noch andere Stellungen. Und wenn Sie Ihren schicken neuen Außenposten beschützen wollen, sollten Sie sie besser auslöschen. Es gibt nichts, was ich für die Sicherheit von Prodromos nicht tun würde. Freut mich zu hören. Ich schicke Ihnen die NAV-Punkte auf Ihr Universalwerkzeug. Danke. Okay. Letzten Endes werden wir auch Ihr Kronjuwel angreifen müssen, Ihre Hauptbasis. Aber ich glaube nicht, dass Sie dafür schon bereit sind. Ich werde mir erstmal die kleineren Ziele vornehmen. Kluger Junge. Viel Spaß auf der Jagd, Pathfinder. Danke. Ich gehe mal davon aus, dass Sie in der Milchstraße kein Kettjäger waren. Nein, ich habe im privaten Sicherheitssektor gearbeitet. Die Bezahlung war gut, aber der Job hat mich gelangweilt. Dann hat mir ein Kumpel von der Initiative erzählt. Und ich dachte mir, das wäre doch ein Wahnsinnsabenteuer. Sind Sie gemeinsam mit Ihrer Familie hier? Scheiße, nein. Meine Mutter ist gestorben, als ich noch ein Kind war. Und meinen Vater habe ich nie kennengelernt. Er soll angeblich ein Spitzensöldner gewesen sein. Aber alles, was ich von ihm habe, ist sein Name. Sonst nichts. Sie sind nicht mit Bradleys Team nach Eos gekommen. Nein, ich bin einer von Tans schrecklichen Exilanten. Ich habe die Nexus nach dem Aufstand verlassen. Seitdem hüpfe ich von Planet zu Planet und jage Cat. Ich weiß ja nicht, ob irgendjemand die Cat mag, aber Sie scheinen sie richtig zu hassen. Was soll ich sagen? Sie sind hässlich und ich bin ein Mann der Ästhetik. Wieso haben Sie sich dem Aufstand angeschlossen? Mir hat nicht gepasst, dass Sie Gott gespielt haben, indem Sie darüber entschieden, wer wann geweckt wird. Also habe ich einen auf Meuterer gemacht und als die Sache schiefgelaufen ist, bin ich meiner eigenen Wege gegangen. Sie wollten nicht bei den anderen Exilanten bleiben? Ehrlich gesagt sind die meisten Exilanten Arschlöcher. Und zwar nicht von der liebenswerten Art. Haben Sie irgendeine Idee, warum die Cat so an Eos interessiert sind? Meiner Erfahrung nach gehen sie überall dorthin, wo es diese komischen Bauwerke gibt. Keine Ahnung warum. Ich habe aufgehört, mir den Kopf über diese verdammten Dinger zu zerbrechen. Es ist besser, ihnen einfach eine Kugel in den Schädel zu jagen. Passen Sie auf sich auf, Massani. Das habe ich vor. Danke. Danke. Alles klauen hier. Oh Gott! Das sind viele Senden. Das
können nicht die einzigen Generatoren sein, die die Cat hergebracht haben. Oder zurück? Angesichts der starken Cat-Präsenz auf Eos würde ich Ihnen zustimmen, Pathfinder. Wir müssen einfach weiterhin alle abschalten, die wir finden. Danke. So, wir machen hier mal Schluss. Wir reden dann in der nächsten Folge mit ihm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bye, bye.